Nach einem Vorfall am Rande eines Golfplatzes von Donald Trump geht die US-Bundespolizei FBI von einem möglichen Attentatsversuch auf den republikanischen Präsidentschaftskandidaten aus. Personenschützer des Ex-Präsidenten eröffneten nach Angaben des Secret Service das Feuer in Richtung eines bewaffneten Mannes, der sich am Rande des Golfplatzes im US-Bundesstaat Florida im Gebüsch versteckt hielt. Ein Verdächtiger flüchtete, wurde jedoch kurze Zeit später festgenommen. Laut US-Medien handelt es sich um den 58-jährigen Ukraine-Unterstützer Ryan R. Demnach soll sich der Bauunternehmer aus Hawaii in der Vergangenheit in Online-Diensten kritisch gegenüber Trump geäußert haben. Sollte sich dies bestätigen, wäre der Verdächtige kein gänzlich Unbekannter. Er war nach der russischen Invasion der Ukraine im Februar 2022 nach Kiew gereist, um dort die Landesverteidigung zu unterstützen, und war dort unter anderem von der Nachrichtenagentur AFP interviewt worden. Der russische Präsident Wladimir Putin sei ein Terrorist, dem ein Ende gesetzt werden muss, sagte er damals. Nach offiziellen Angaben spielte Trump nahe seinem Anwesen Mar-a-Lago Golf, als Personenschützer des Secret Service in wenigen hundert Metern Entfernung einen aus einem Zaun ragenden Gewehrlauf entdeckten. In einer Erklärung des Weißen Hauses heißt es, Präsident Joe Biden und seine Stellvertreterin Kamala Harris seien über den Vorfall informiert worden und erleichtert, dass Trump in Sicherheit sei. Erst vor 2 Monaten war Trump während eines Wahlkampfauftritts im Bundesstaat Pennsylvania von einem Schützen leicht verletzt worden. Ein Zuschauer wurde getötet.